Ja, herzlichen Dank an Herrn Eka Bayer für die gelungene Komprimierung des großen Themas. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt die Politiker zu Wort kommen lassen. Sie mögen Ihr Abstimmungsverhalten zu den beiden angesprochenen Fragen ankündigen und sobald Sie können, die Absichten auf Aktionen erläutern. Für dieses erste Statement haben wir pro Person maximal 4 Minuten vorgesehen, um genügend Raum für die Äußerungen der Zuhörer zu erhalten. An der Leinwand läuft eine Uhr rückwärts. Ja. Und ich bitte dann das Publikum zu klatschen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und wenn das Klatschen Ihnen zu schwer fällt, bitte auch ein Gespräch mit dem Nachbarn als Zeichen für die abgelaufene Zeit. Frau Gottschalk, als Vertreterin der größten Partei hier, soll zuerst das Wort haben. Da gibt es ein Handmikrofon. Die Frage wird an die Wand geworfen. Ist es an? Hören Sie mich? Ja. Okay. Ich mache es vielleicht im Stehen und kann nicht besser reden. Erstmal begrüße ich Sie alle recht herzlich. Ich bitte auch meine Zeit, mache ich aber trotzdem. Ich habe es heute Abend ein bisschen schwerer hier, denke ich, weil ich in Regierungsverantwortung bin. Und das andere, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich hoffe aber, meine Stimme hält durch. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Frage kann ich Ihnen leider noch nicht beantworten, weil nämlich die Gesetzentwürfe erst in der Pipeline sind und wir die erst intensiv beraten werden. Zu Fracking darf ich Ihnen vielleicht sagen, dass es die Kreis-SPD war, die dieses Thema 2012 gemeinsam mit Landrat Uwe Schmidt erst überhaupt auf die Agenda gebracht hat und dort auch sehr getrommelt hat, dass wir gegen Fracking vorgehen. Und das möchte ich einfach anerkannt haben. Und ich will für mich sagen, ich bin, ja, das wird jetzt schon knapp, ich werde also Ihre Antworten so in dieser Form dann mitgeben können. Sie haben noch Zeit, das ist jetzt 7 Sekunden haben Sie gerade. Also, zu Fracking, ich gehöre im Bundestag einer Gruppe an Fracking-kritische Abgeordnete, die das Ganze begleiten. Gleichwohl möchte ich Ihnen aber sagen, dass so, wie Sie es dargestellt haben, Herr Gebhardt, es nicht ist. Sie haben es schon sehr bunt durcheinander gewürfelt, unkonventionelles und konventionelles Fracking sehr an die Wand gemalt. Es gibt Dinge, die ich auch sehr kritisiere, dazu gehört auch die Sache mit dem Lagersteckenwasser. Ich kritisiere auch die Expertenkommission, aber es gibt auch Punkte, wo man dann wirklich doch sehr differenziert drüber reden muss. Und im Übrigen gilt gerade beim Fracking-Gesetz, es wird kein Gesetzentwurf so aus dem Bundestag rausgehen, da ist das Strucksche Gesetz, wie er reingegangen ist. Wir Abgeordneten werden da kräftig mitmischen und ich insbesondere werde mich da auch einbringen in die Gesetzgebungsberatung. Bei dem Thema CETA und TTIP kann ich nur sagen, da bin ich jetzt kein Globalisierungsgegner, wie jetzt die Dame von ATTAC vielleicht gerade uns das hier sehr deutlich gemacht hat. Diese ganzen Verhandlungen beginnen überhaupt erst jetzt in die ganzen Diskussionen zu gehen. CETA ist zwar fertig verhandelt, aber es wird im Moment von verschiedenen Ländern versucht, noch gerade Dinge wie die Schiedsgerichtsbarkeit rauszuverhandeln. Und die Zeitschiene wird so sein, dass wir, wenn überhaupt, im Deutschen Bundestag, weil es ein gemischtes Abkommen ist, darüber in 2-3 Jahren beraten werden. In dem EU-Parlament ist es vorgesehen, vielleicht, wenn wir Glück haben, Anfang 2016 und dann danach wird es ratifiziert in den in einzelnen nationalen Parlamenten, in den 28. Also von daher empfinde ich es schon, dass da teilweise mit ein wenig Panik gespielt wird, dass die Leute ein wenig verrückt gemacht werden. Ich erinnere an die Comeback-Aktion, zum einen bei Fracking im letzten Jahr. Fracking sollte während der WM durchgepeitscht werden, wurde großartig verkündet, das war ja schon vor 2 Jahren. War natürlich nicht der Fall, Sie sehen es, der Gesetzentwurf kommt jetzt erst. Dasselbe trifft bei CETA zu. Vor der Weihnachtspause wurde mein Büro lahmgelegt, weil Comeback aufgerufen hat. Gabriel wollte noch vor Weihnachten alle SPD-Abgeordneten einordnen, dass sie dem CETA-Gesetz zustimmen müssen und TTIP.
Und deshalb musste überall in allen Büros angerufen werden. Ein Blödsinn ist es, ich habe Ihnen eben gerade gesagt, die Zeitschiene, das beginnt alles und wir werden es sehr kritisch hinterfragen. Wir haben einen Beschluss auf unserem Parteikonvent gefasst, der klare rote Regeln zieht, gemeinsam im Übrigen mit dem DGB. Und danach, den können Sie nachlesen auf der Seite, das kann ich jetzt auch noch auf meine Zeitschiene hier nehmen. Und ich denke mal, das wird so sein, dass wir natürlich einmal die Schiedsgerichtsbarkeit als rote Regel haben. Wir werden aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel im Umweltrecht, das werden wir sehr genau uns angucken müssen. Das ist bis jetzt noch untergegangen. Wir werden uns angucken müssen, ob die Daseinsvorsorge, die kommunale Daseinsvorsorge, die ist im Moment noch aus CETA ausgenommen. Ausdrücklich, weil das bewusst wird, weil das wird auch immer so vermengt und gesagt, die kommunale Daseinsvorsorge ist ausgenommen im Moment. Da werden wir sehr genau gucken, ob das dann auch da so bleibt, dass die ausgenommen ist. Aber es gibt, wie gesagt, erst ganz viele Dinge, die man bewerten muss. Und dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es 1500 Seiten und ich möchte warnen, dass keiner oder sehr wenige diese 1500 Seiten in englischer Sprache gelesen haben, um heute schon die Details so zu bewerten. Vielen Dank, Frau Gottschalk. Sie haben angedeutet, dass Aussagen, die hier gemacht worden sind, nicht stimmen würden. Das ist immer ein bisschen schwierig, in so einer Situation jetzt festzustellen, was richtig ist. Wir haben eine Homepage und ich würde Sie bitten, dass Ihr Büro vielleicht uns einen Brief schreibt und sagt, welche Aussagen Sie beanstanden. Die werden wir auf unsere Homepage stellen und werden dann Herrn Gebhardt die Möglichkeit geben, seine Aussagen zu belegen und das klarzustellen. Ja. Dann wäre jetzt in der Reihe als nächste Frau Leidig dran, ihre Stellungnahme zu der Frage abzugeben. Ich stehe auch auf und grüße Sie herzlich und habe auch zwei Handicaps. Erstens bin ich auch angeschlagen und zweitens sind wir nicht Regierungspartei und das finde ich viel schwieriger, weil man damit nämlich diese Probleme viel mühseliger angehen muss. Wenn ich Regierungspartei wäre, dann würde ich sehr klar und ohne Zweifel sagen, dass erstens Fracking weder in der Bundesrepublik noch in Polen oder anderswo in Europa sinnvoll und notwendig ist und dass wir es deshalb verbieten wollen. Würde ich klar und unmissverständlich sagen, egal wie lange die Freihandelsabkommen noch hinter verschlossenen Türen ausgedient werden, wir als Regierung der Bundesrepublik Deutschland sind dagegen, dass Investoren dass Investoren außerdemokratische Rechte bekommen. Das wäre das Mindeste, was man sagen muss. Und ich würde darüber hinausgehen und würde sagen, unsere Welt braucht Kooperation. Wir brauchen, um die globalen Probleme zu lösen, den Klimawandel, die Endlichkeit der Ressourcen und den Umgang mit den Ressourcen, die Flüchtlingsströme, die Kriege und so weiter. Um das zu lösen, brauchen wir nicht Handelskriege und Konkurrenz um jeden Preis, die von den großen Konzernen ausgetragen wird, weltweit, auf Kosten in der Regel der Mehrheit der Bevölkerung, sondern wir brauchen eben Kooperation und müssen überlegen, wie wir vernünftig miteinander so Handel betreiben, dass nicht die einen immer reicher werden, wie wir es jetzt wieder lesen konnten. Oxfam hat jetzt veröffentlicht, dass sozusagen in den letzten 4 Jahren die Reichtumskonzentration so dramatisch angestiegen ist, dass inzwischen 1% der Weltbevölkerung mehr besitzt als der gesamte Rest der Weltbevölkerung. Das ist unerträglich und ich glaube, dass man daran etwas ändern muss. Wir haben als Bundestagsfraktion der Linken nach unseren Möglichkeiten alles getan. Erstens, um für ein Fracking-Verbot zu werben. Wir haben entsprechende Anträge eingebracht, wir haben Anhörungen veranlasst.
Wir haben jetzt nochmal mit einer kleinen Anfrage das Thema aufgebohrt, was eigentlich die Interessen auch der Bundesrepublik sind, Fracking in Polen und anderen Nachbarländern zu betreiben, um sozusagen aus der Abhängigkeit vom russischen Gas wegzukommen. Das ist, glaube ich, so ein geostrategischer Aspekt, den man berücksichtigen muss. Und was TTIP und CETA und auch TISA angeht, das ist nochmal ein Freihandelsabkommen, das sich speziell mit Dienstleistungen beschäftigt, haben wir eine sehr klare Position, dass wir so etwas nicht wollen und dass es die große Mehrheit der Bevölkerung nicht braucht und dass es im Gegenteil eben Schaden anrichtet. Dafür gibt es inzwischen auch viele Anzeichen. Ich möchte nur mal was sagen, Frau Gottschalk, ohne Sie jetzt angehen zu wollen, aber Sie können doch nicht allen Ernstes behaupten, dass die Verhandlungen jetzt erst beginnen, wenn Sie auf der anderen Seite sagen, da liegen schon 1500 Seiten eng beschriebene Texte vor. Die Verhandlungen finden seit Jahren statt, aber unter Ausschluss der demokratischen Öffentlichkeit. Das ist die Frage. Wenn es nicht Organisationen wie ATTAC und CAMPACT und viele andere geben würde, die sich wirklich unglaublich mühsam und mit viel Engagement daran machen, das, was durchsickert, auszuwerten und allen Indizien nachzugehen, dann wüssten wir ganz vieles überhaupt nicht, was da schon längst sozusagen auf Papier gebracht ist. Ich bin der Meinung, dass man wirklich die zivilgesellschaftliche Mobilisierung gegen diese Freihandelsabkommen, egal wie sie heißen, verstärken muss. Mehr Druck noch auf die Entscheiderinnen und Entscheider machen. Und das sind jetzt eben in der Bundesrepublik die CDU und die SPD, ob man es wollte oder nicht, aber es ist so. Und jederzeit besteht die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ja, vielen Dank für den Beitrag und die Antwort. Und jetzt ist Herr Berghaut an der Reihe. Ja, ich würde auch aufstehen. Ich bin der Einzige in der Reihe, der nicht im Bundestag sitzt. Ich war Bundestagskandidat damals für die Piratenpartei, hat leider nicht geklappt. Aus meinem Verständnis heraus, weil ich bei den Abgeordneten gesagt habe, bin ich in Regierungsverantwortung oder nicht, ist es eigentlich völlig egal, weil ich bin im Bundestag, ich mache Gesetze und ich bin nicht die Regierung. Und insofern geht es darum, die Interessen der Menschen hier im Wahlkreis zu vertreten. Und die sind meiner Meinung nach ganz eindeutig gegen TTIP und Fracking in Nordhessen und in Deutschland insgesamt gerichtet. Ich würde dann auch gerne bei den 1500 Seiten anschließen. Diese 1500 Seiten, die kann man im Moment ja nicht lesen, weil die Verhandlungspartner gesagt haben, jetzt sind wir fertig, jetzt möchten wir, dass es eine breite öffentliche Diskussion darum geht. Und es hat jemand unter Einsatz seiner beruflichen Zukunft und seines persönlichen Wohlergehens diesen Verhandlungsstand geleakt. Das heißt, es ist eine Verhandlung, die von vornherein nicht darauf angelegt war, dass es eine gesellschaftliche Diskussion darum gibt. Es gibt Stimmen, die sagen, hätten wir das gemacht, dann wären die Leute von Anfang an dagegen gewesen. Und das ist halt ein Instrument und mit Absicht so gelaufen. Und die einzigen, die an dem Verhandlungsprozess beteiligt waren, waren so einschlägige Lobbyorganisationen wie die Kollegen von Business Europe oder die Bertelsmann Stiftung, wo man sich fragt, warum dürfen Abgeordnete vom Bundestag, warum dürfen Abgeordnete im EU-Parlament, wo dann tatsächlich das verabschiedet werden soll am Ende, warum dürfen die noch nicht mal die Verhandlungsstände vorher sehen? Warum muss sowas geleakt werden? Zweites, noch völlig organisatorisch und nicht mal inhaltliches Problem ist, was ist mit dem Verhandlungsmandat? Es gibt irgendwie wohl verschiedene Beschlüsse, wo dann die EU-Kommission beauftragt worden ist, sowas zu machen, aber es ist bis vor kurzem nicht wirklich klar gewesen, entscheidet die EU-Kommission das vielleicht am Ende sogar alleine, wir machen das jetzt und wir überstimmen alle Parlamente in den einzelnen Staaten, oder müssen wir doch die Parlamente fragen? Und wenn Sie die EU-Kommission fragen, dann würden Sie das am liebsten mit so wenig Beteiligung wie möglich machen. Das Letzte, was jetzt durch die Presse gegangen ist, ist, dass die zuständige EU-Kommissarin, die Cecilia Malmström, gesagt hat, wir wenden die Sachen dann schon mal an und machen das vorläufig und warten dann ab. In der Zwischenzeit können die Parlamente das hier ratifizieren. Also
für mich ist das wieder ein klassisches Beispiel, wie groß das Demokratiedefizit in der EU ist und wie wenig begriffen diese Politiker, die da drin sitzen haben, von einer Verantwortung gegenüber den Bürgern, die sie wählen und letztendlich auch bezahlen. Dann würde ich jetzt nochmal auf Fracking eingehen. Fracking haben wir auch mit Unterstützung der SPD im Landkreis, den würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen, gab es eine sehr starke Bürgerinitiative, die aber vor allen Dingen von der BI Fracking Freies Hessen aufgebaut worden ist und wo ich mich herzlich bedanke, dass da so ein großer öffentlicher Druck auch entstanden ist. Und die Ergebnisse sind halt tatsächlich sehr, sehr gut. Es gibt in den Gemeinden, es gibt im Landkreis Beschlüsse gegen Fracking. Es gibt auch in der Regionalversammlung den Versuch, Fracking über den Regionalplan auszuschließen. Da habe ich in der letzten Sitzung nochmal versucht, eine Verbesserung einzuführen. Es sollte nur unkonventionelle Gasvorkommen sollten halt ausgeschlossen werden über den Regionalplan. Ich habe gesagt, das ist unkonventionell, konventionell, das ist eben eine Begriffsverwirrung irgendwie. Es ist ganz einfach, fossile Brennstoffe wollen wir nicht hier in Nordhessen durch Fracking aus der Erde holen. Das hat leider nicht geklappt, das durchzusetzen, ist an den Stimmen von CDU und SPD gescheitert. Stattdessen hat es eine Formulierungsänderung gegeben, dass unkonventionelle Gasvorkommen, insbesondere Schiefergas, nicht gefleckt werden sollen. Gleicher Ansatz wäre auch in NRW möglich. Da hat es jetzt aber auch von der rot-grünen Regierung einen Landesentwicklungsplan gegeben, wo explizit diese Regionalplanungsebene aus diesem Entscheidungsverfahren oder Zuständigkeitsverfahren rausgedrängt werden soll. Weil Frau Leitig, weil Sie das angesprochen hatten, ich glaube auch, es ist wichtig, diese geostrategischen Interessen im Bereich Fracking auch noch mit zu berücksichtigen, dieser Ukraine-Konflikt, Abhängigkeit vom russischen Erdgas, das macht die Situation für den Fracking-Ausschluss oder für die Gegnerschaft von Fracking nicht einfacher, weil halt ein extremer Druck von diesen Militärstrategen auch darauf ist, dass man sich unabhängiger von der Gasversorgung macht. Und an der Stelle hilft halt auch ein verständigungsorientierter Kurs und versucht diesen Ukraine-Konflikt möglichst schnell und partnerschaftlich, wie auch immer das gehen soll, beizulegen, würde uns halt auch helfen, um nicht irgendwelche völligen Fehlentscheidungen im Bereich der Energiepolitik zu treffen. Jetzt ist die Zeit vorbei. Noch ein Satz. Ich bin von der Piratenpartei, ich finde Überwachung scheiße und ich finde es ein Unding, dass die NSA halt das komplette Kommunikationsverhalten von allen von uns überwacht. Und ich denke, das ist einfach auch in der derzeitigen Situation kein guter Partner für eine transatlantische Handelspartnerschaft. Ja, vielen Dank auch für diesen Beitrag.